Eine Pressekonferenz ist in vielerlei Hinsicht ein einstudiertes Schauspiel. Vorne steht eine Politikerin und ist zum Beispiel ganz empört. In unserem Beispiel ist es der ÖVP-Politiker Andreas Hanger, der sich über die Parteineos empört. Das halte ich für unmöglich, was da passiert. Da wird der Rechtsstaat mit den Füßen getreten und das können wir so nicht akzeptieren. Was ist der nächste Schritt? Ruft man dann auf zur Anarchie? Soweit, so vorhersehbar. Das gehört eben zum politischen Geschäft. Interessant ist allerdings, dass nicht nur die anderen politischen Parteien, in diesem Fall die Neos, der Gegner sind, sondern auch die Journalistinnen selbst. Wir kennen das von Pressekonferenzen von Donald Trump, der ganz offensiv einzelne Journalistinnen oder Sender attackierte. Eine Rolle, die einem Präsidenten eigentlich nicht zusteht. Hier ein Beispiel. Here we go. As you know, Mr. President, the caravan was not an invasion. It's a group of migrants moving up from Central America towards the border with the US. Thank you for telling me that. Medien sind zentral für die demokratische Kontrolle der politischen Macht. Der Austausch zwischen PolitikerInnen und JournalistInnen ist daher professionell und höflich. Selbstverständlich gibt es immer wieder auch Konflikte. Aber aus einer Regierungsfunktion heraus, wo man ja auch mit einer parlamentarischen Mehrheit und damit mit der Mediengesetzgebung ausgestattet ist, bleibt man mit seinen eigenen Emotionen besser zurückhaltend. Das war zumindest bisher die gelebte Praxis. Die ÖVP bricht diesen Konsens mit einer Strategie der kleinen Nadelstiche langsam und subtil auf. Die Pressekonferenz von Andreas Hanger ist daher ein gutes Beispiel. Nachdem er inszeniert, aufgebracht, seiner Erbostheit Ausdruck verliehen hat, stellen Journalistinnen Fragen. Hanger beantwortet die Fragen nie direkt, sondern hält einen Monolog und schweift dabei erstmal ab. Also das wäre vielleicht auch einmal wert zu hinterfragen in einem kritischen Journalismus. Vielleicht steckt da sogar ein System dahinter und will man da quasi bewusst hier diese Chats an die Öffentlichkeit spielen. Hier geht Hanger zu einem passiv-aggressiven Angriff auf die Journalistinnen, die vor ihm sitzen, über. Im Konjunktiv redet er darüber, was Journalistinnen seiner Meinung nach tun sollten. Er und seine Partei seien Opfer einer unaufmerksamen und sogar absichtlich nachlässig agierenden journalistischen Einheitsfront. In Wahrheit kann er den Job der Journalistinnen vor ihm viel besser und erklärt ihnen jetzt, wie Schülerinnen, die nicht aufgepasst haben, was sie zu tun haben. Das alles mit dem Nachklang der Bitterkeit, das aber sicherlich nicht passieren wird. Mit dieser kurzen Passage delegitimiert er den ganzen Innenpolitikjournalismus. Nicht in einem großen, wütenden Ausbruch, sondern beiläufig, als sei es eine Selbstverständlichkeit. Einen weiteren Nadelstich setzt er hier. Unabhängig jetzt davon, dass Sie empört sind über diesen Leak. Sind Sie auch empört? Das ist ja nicht der Gegenstand dieser Unterhaltung. Die Fragen stehen Sieger. Eine Journalistin möchte eine Frage stellen. Hanger unterbricht sie scharf und bellt sie an. Sind Sie nicht auch empört? Die Journalistin reagiert kurz fassungslos, aber kontert schnell und hochprofessionell damit, dass das ja nicht die Frage sei und sie ihre Frage gerne stellen möchte. Hier unterbricht Hanger noch einmal und versucht es zu einem Scherz umzudrehen und lacht seinen Ausbruch weg. So wird direkt eine Journalistin angegriffen und von ihr verlangt, sie müsse sich positionieren, und zwar auf Seiten der ÖVP. Suggeriert wird hier, dass das Vergehen der Leaks so schlimm sei, weil gegen die ÖVP, dass sich auch Journalistinnen dazu direkt auf einer Pressekonferenz verhalten müssten. Es ist auch eine Überwältigungsstrategie, denn natürlich rechnet die Journalistin nicht damit, so einem Angriff ausgesetzt zu sein und muss sich auch erstmal kurz fangen. Sie ist ja eigentlich dort, um ihren Job zu machen und nicht um sich auf die Seite der ÖVP zu stellen. Das Weglachen, wenn man gerade etwas Unangebrachtes oder Übergriffiges gemacht hat, das kennen wir schon aus anderen Kontexten und soll suggerieren, war nicht so schlimm, war nur ein Scherz. Die Trumpisierung Österreichs ist aber kein Scherz. Und ja, Fragen stellen immer noch die Journalistinnen. Und nein, sie müssen nicht auf jeden emotionalen Ausbruch der ÖVP reagieren.